Timore 6. Vielen Dank für die Blumen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gut, das ist Timore 6. Ihr habt vielleicht längere Zeit nicht mehr an dieses Spiel gedacht. Aber der gute Mr. Vidas, Vides, hat endlich Chapter 3 rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch genau erinnern könnt, was hier in Timore 6 passiert ist. Ich meine, das war das erste Game, was ich wieder von ihm gespielt habe, was dann wirklich dafür gesorgt hat, meine Meinung extrem zu ändern. Dann dachte ich mir, hey, holy shit, das ist ziemlich geiler Scheiß. Möglicherweise sollte ich mal weiter gucken. Das ist neue Musik, glaube ich. Ich glaube, das ist ein neuer Soundtrack. Soll ich mal möglicherweise weiter gucken, was der Typ sonst so macht? Und der Rest ist Geschichte, wie ihr möglicherweise wisst. Alle Sachen, die danach kamen, waren absolut genial von ihm. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe den Key schon vor circa einer Woche gegeben. Ich hätte es vielleicht ein bisschen früher schon spielen können, aber ich habe sehr viel vorproduziert, weil ich bin in ein paar Tagen, je nachdem, oder ich bin schon, keine Ahnung, wie ich das hier hochladen werde, bei meiner Freundin für eine Woche. Und da bin ich ein bisschen am Vorproduzieren. Denn das hier wird ein nicht so langes Spiel. Ich glaube, 20 Minuten. Wir springen einfach rein. Select Chapter müsste richtig sein. Honest Pain, denke ich. Ich glaube, ja. Ich glaube, die Introduction, ich weiß nicht, was die Introduction war, aber ich glaube, die haben wir gespielt. Okay, Honest Pain, Chapter 3. Wir haben den Key sehr früh bekommen, tatsächlich, aber ich habe mir ein bisschen viel Zeit gelassen, aber gut. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich meine, Chapter 1 und 2 waren sehr Silent Hill-artig. Ich meine, das zweite Chapter damit geendet, dass wir einen kleinen Bossfight hatten, oder? Meine ich. Das ist sehr lange her. Das ist ein Jahr her oder so. Das haben wir wirklich vor sehr langer Zeit gespielt. Das wird das letzte sein. Dann wirst du mir einen Gefallen tun. Okay. Und du wirst in der Lage sein, dein Kind zurückzubekommen. Okay. Was genau sollen wir tun? Hallo Licht. Okay. Ich bin ein bisschen nervös. Wie immer das Gleiche. Ich weiß nicht, was für Jumpscares kommen können. Ich weiß nicht, wie schlimm sie sein könnten. Ich weiß nicht, ob es nur ein atmosphärisches Spiel ist. Oh, mein Doggo ist wieder da. Hallo. Kann ich dich streicheln? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay. Hallo, wackelnde Leiche. Ich habe das für dich gerettet. Guck, was sie mir angetan haben. Lass sie bluten. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an eine sehr seltsame Waffe, die wir hier hatten. Okay. Hallo, was auch immer du bist. Oh Gott. Danke für die Hilfe, Hund. Dankeschön. Du hast mir echt geholfen. Was ist das? Ist das wie ein Babypuppenkopf in irgendeinem Gerät? Ich habe keine Ahnung. Holy shit, okay. Ich weiß nicht genau, wie man auf die Ideen kommt, auf so ein Monster zu sein, aber ich finde es großartig. Ich meine, der Hund ist hinter mir, also gehe ich mal davon aus, von hinten wird nichts kommen, weil der Hund ist definitiv eine große Hilfe und er wird ja niemals zulassen, dass mir irgendwas passiert. Heilige Scheiße, wo bin ich? Okay. Ich habe nicht mehr ganz so den Kontext vom Spiel davor. Aber ich komme gerade recht schnell wieder rein. Ich meine, da war das mit den Münzen, die wir diesem komischen Monster füttern müssten, oder? Mussten? Was war noch alles? Ich weiß nicht mehr, aber war sehr viel surrealer Kram. Kann ich dich schlagen? Was bist du, Alter? Okay. Da ist wieder so ein Vieh. Okay. Ich komme dich nicht ran, oder? Nein. Okay, ich gehe mal davon aus, du kommst gleich irgendwie da raus. Wenn, war hier nicht eben noch ein Vieh? Da hinten ist das, okay. Hallo? Entschuldigung. Okay, du bist tot. Das Komische an seinen Spielen ist, ich war mir nicht sicher, ob ich mit dem reden soll oder den angreifen soll. Es hätte nämlich beides sein können. Die Spiele sind so strange, es hätte einfach mein bester Freund werden können, der Typ. Dann sagt, hey, hey, schön, dass du hier bist, wir haben uns lange nicht gesehen. Und ich reagiere dann, ja, ich weiß, Thomas, das war schön. Der Sommer, den wir zusammen verbracht haben. Ich würde es nicht mehr hinterfragen. Das wäre einfach nur, ah, okay. Was hat Thomas uns zu sagen, wäre meine Reaktion. Das liebe ich an so surrealen Spielen. Man weiß halt nicht, was man zu erwarten hat. Es könnte einfach gleich ein Clown um die Ecke kommen. Mit einer Kettensäge als Hand. Und einem Stuhl als Kopf. Und ich würde mit dem einen Dialog haben. Und ich würde es nicht hinterfragen. Das wäre einfach nur, ah, okay. So viel zu Stuhl. Das ist gruselig.
Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Was ist Musik? Was geht der? Wieso muss ich das mit dem Stuhl gesagt haben? So ein bisschen unheimlich jetzt. Oh Gott. Jesus. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich schlag die einfach mal. Okay. Wo ist mein Hund? Oh. Kennt ihr ihn not? Der Arme. Okay, dann bleibt du halt da. Hi. Okay, ich gucke erstmal, was hier ist. Nichts. Okay, ich schlag den da und der spawnt dann in einem der Räume. What the fuck? Okay. Oh nein, die Puppen. Es ist wirklich ein Timore-Game. Wait, what? Wait, what? War es nicht der Raum hier? Oh, Jesus Christ. Okay. Keine Ahnung. What? Wo bin ich? Ist das irgendein Ofen oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oh, es ist nämlich ein bisschen an Arcad Ledra. Mit dem Gang hier runter, mit den Lichtern. God damn it. Okay. Hi. Okay, hallo. Ich lieb's übrigens, wie das einfach die Weiterführung von diesen ganz normalen, simplen Timore-Monstern ist, die man in seinen allerersten Spielen gekannt hat. Und der Switch von solchen Jumpscare-Dingern zu so dem Meister des surrealen Horror, dem Meister des surrealen Indie-Horrors zumindest, ist ziemlich beeindruckend, finde ich. Weil ich meine, die meisten Entwickler, die so einmal so einen Stil haben, so einen Jumpscare-Style oder sowas, die behalten den ja auch meistens. Das ist ja genauso, als ob einfach Scott Cawthon, also der FNAF-Macher, irgendwann mit Teil 5 angefangen hätte, so, ey, Moment mal, wir machen jetzt Silent Hill. Und dann auf einmal ist der nächste FNAF-Teil was völlig anderes. Aber nein, hat er nicht gemacht. Hätte ich auch cool gefunden. Und ja, ich weiß, es kommt ein neues FNAF raus, irgendwann, was weiß ich, Ende des Jahres oder so. Möglicherweise werde ich mir das sogar nochmal anschauen. Möglicherweise werde ich mir das sogar tatsächlich mal anschauen. Hallo, hallo Viecher. Okay, 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 Musik. Oh mein Gott. Oh, Sounddesign hat der Typ drauf. Okay. Ah. Okay, es war so gedacht. Er ist bald zurück. Bad things have happened. I know. Ja, okay. Welche Sachen? Lass mal zum Kind. Not them. Okay, ich muss den Drang bekämpfen, nicht sie. What? Frank, overwritten. Morta Ultio. Morta was found here, Avarizia. Okay, es geht um irgendwelche Viecher, die hier drin sind. Morta war dann. Ich glaube, Avarizia war das Vieh aus Chapter 2, der Endboss, oder? Dieses Geldding, meine ich. Vince. Ultio. Okay. Okay, Mors Voluntaria ist freiwilliger Tod, oder? Übersetzt, meine ich. Ultio, ich weiß nicht, was Ultio ist. Vielleicht von Ultima irgendwas? Das ultimative Monster? Ich bin mir nicht sicher, was Ultio ist. Irgendeine. Ich weiß nicht. Nehmen wir das Thema wieder mit. Auf jeden Fall irgendeine Abwandlung von Ultimativ. Letztendlich irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Okay. Ich weiß nicht mal, ob wir in Chapter 1 einen Endboss hatten, aber anscheinend schon. Ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt einfach gleich einen Boss bekämpfen, oder? Okay. Und ja, wie gesagt, ich werde mir das nächste FNAF dann doch nochmal anschauen. Einfach nur um reinzuschauen, als Einteiler oder sowas. Und dann halt das neutral zu bewerten, okay. Alright. So weit, so gut. Ah! Goddammit. Hi. Oh, muss ich euch alle schlagen? Kann ich einfach vorbeilaufen, oder? Sorry. Okay. Ich meine, ich soll den Drang bekämpfen, nicht sie. Warte, hätte ich da vorbeilaufen können? Nee.
Aber ich meine, vielleicht hat es ja damit zu tun, dass ich nichts... Was? Ein Messer? Ja, dass ich denen nichts antun soll. Fällt er mir rein? Nee. Warum ist da... Das hat irgendwas zu bedeuten. Oder ich krieg's halt einfach gleich auf dem Weg zurück oder so. Das ist ein seltsamer Gang. Okay, Freunde. Okay, Freunde. Vielen Dank. Kann ich jetzt da rein? Nein, kann ich nicht. Okay, die leben aber noch. Okay. Schön. Schöne Sache. Ich glaube, die muss ich aber angreifen. Die muss ich angreifen, oder? Ich glaube, die muss ich bekämpfen. Da habe ich keine Wahl. Oh mein Gott. Ah, leave me alone. Okay. Schön. Schöne Sache. Okay, hier ist auch irgendein Schrank. Ja, wo ich kann hier auch. Hier ist wieder das Messer drin. Oder muss ich alle von den kleinen Blutmännern töten, um da ranzukommen? Ja, das ist so ein komischer Grafikstil. Ich kann hier nicht mal erkennen, was da hinten steht. Ist es einfach Nebel? Oder ist es einfach nur, weil alles so hell ist? Oh, ich will nicht. Sorry. No. Sorry. Okay. Wo komme ich durch? Mit den wenigsten Casualties. Kann ich hier dann durch? Nein. Sorry. Okay. Schon wieder so ein Ding. Moment, muss ich alle nehmen? Okay. Ich gehe mal davon aus, ne? Sonst wären die gar nicht da gewesen. Wofür brauche ich drei Messer? Ja. War hier noch irgendwo einer? No. War hier was? No. Da hinten war... Davon habe ich gekommen, da war nichts mehr. Okay. Drei Messer. Keine Ahnung. Ich habe drei Messer. Vielleicht muss ich die dem Kettensägen-Clowns-Stuhlmann geben. Der gleich... Thomas. Vielleicht kommt der gleich an. Okay. Da war nichts mehr. Hier ist irgendwie... Hallo? What? Okay. Schöner Weg. Stab. Die Sache, die ich gefragt habe. Was? Okay, was? Was hat er denn gefragt? Was wollte er denn? Okay. Eieiei. Ich lieb's. Kann ich hier runterfallen? Nein. Was ist das da unten? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Figuren gucken mich mal überall an hier. Er will dich. What? Okay, klar. Diese Dinger haben dich abgelenkt. Mach weiter. Sure. Okay. Hey, warte. Komm zurück. Du hast meinem Kind wehgetan. Hat der? Fuck, ist das dunkel. Afraid of monsters, ha? Huh? Wer bist du? Ich trau dir nicht. Du hast meinem Kind wehgetan. What? Das war mehr. What the? Was zum Fick war das? Okay. Was ist das, Mann? Jesus. Okay, runter, runter. Ja, runter. Warum ziehen wir uns nicht hinterher? Okay, whatever. Wir sind sicher hier unten. Ach, das fliegende Auge. Klar. Ist das gut. What?
gemacht. Du hast die Person gefunden, der du die Schuld geben willst. Und du hast es beendet. Schön für dich. Ich muss meins immer noch finden. Also weißt du, wo Frank ist? Oh, okay. Wer ist Frank? Ich vertraue diesem Raum nicht, ne? You actually killed him. Thought you were stronger. Oh. Sorry? What the fuck? Hätte ich eben auch die Wahl gehabt, den anderen Weg? Nee, der war ja auf dem Weg vor der Kreuzung, oder? Lag der Typ. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, vorbeizulaufen, glaube ich. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Na? Oh, schade. Ich hätte versteckt hier irgendwas. Okay, hier ist nichts. Sorry. Ich musste nachschauen. Okay. Ich hinterfrage gar nicht. Ich meine, es ist alles natürlich so eine metaphorische Traumwelt, in der wir leben, wo wir mit unserer Schuld umgehen oder halt mit unseren negativen Gefühlen. Silent Hill-mäßig gehe ich mal von aus. Aber, what? Wo sind wir? Alright. Okay. Ich warte immer noch auf den kleinen Bossfight, der wahrscheinlich gleich kommen wird. Was ist das hier? Reed. Okay. Die Person, die es nicht schafft, seine Sünden zu überstehen, wird dem Ghoul in seiner weißen Leere beitreten. Bist du der Ghoul in der weißen Leere? Wahrscheinlich schon. Das sieht aus wie eine weiße Leere und du siehst aus wie ein Ghoul. Okay, was mache ich jetzt? Aber es ist wirklich so Silent Hill-mäßig. Das ist quasi der Pyramid Head dieser Welt. Wo ist er hin? Hallo. Let's fight. Ja, let's fucking fight, mate. Okay. Hallo. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. No, 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 no. Okay. No. Au. 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 Okay, der Ghoul der weißen Leere ist tot. We defeating it will not save you. Ja, gute Frage. Wo ist mein Hund die ganze Zeit gewesen? Okay, ist das... What? Wo kann ich lang... Wo bin ich? Okay, Fuck, ich kann den gar nicht schlagen. Okay. Auge. Auge schlagen? Hund da hinten? Nein, Auge nicht schlagen. Nein. Okay. Was ist hier hinten? Ist das mein Hund? Doggo? Can you help me? Doggo, can you help me? No. No, 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 okay. What the fuck? Ja, das war meine einzige Idee. Du. I'm sorry. Okay, du bist schnell. Du bist schnell. Wo bewegt sich noch so ein Vieh? Da hinten. Okay, ich gehe davon aus, ich muss die Dinger schlagen. Auch wenn es vorher so wirkt, als ob die auf meiner Seite wären. Aber anscheinend muss ich doch schlagen. Okay, du bist hinter mir. Das ist gut. Da ist der... fuck, wo? Wo ist das nächste Ding? Da! Vor dem Hund. Warte, wo ist er hin? Was? Okay. Ah, okay, got it. Ich schlag alle drei, er wird kurz verwundbar, ich schlag ihn. Okay. Sowas kenne ich. Das ist machbar. Dann warte ich, bis er direkt hinter mir ist. Ist er? Bam. Whoa. Klar. Was?
Okay. Und? Ich würde es gerne lesen. Kann ich nicht. Ich weiß, mein Hund ist da lang, aber kann ich einfach hier lang gehen? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Schöne Treppen. Hier lang? What? Das war keine richtige Wohnung. Sieht super komisch aus alles. I had to do it. These things. These beings. They came to me and gave me a choice. Emily was terribly sick. So I took it. I agreed. What would I do to save my own child? Unsere Frau hat unser Kind getötet? Everything. So I sacrificed the whole world to save her. Ich glaube, genau das hast du eben nicht gemacht, oder? Everyone's gone. I can only hear my own voice now. But she's with me. And she's finally safe. Now I'm thinking about one thing. I am just yearning for my loved ones to forgive me. Okay. Ich glaube, nichts davon war echt, oder? Ich glaube, nichts davon war echt. Ziemlich sicher. Hey, Corrupted. Hello. Ich glaube, nichts davon war echt. Ich glaube, unsere... Also, ich meine, man kann es natürlich in mehrere Richtungen sehen, aber ich glaube, unsere Frau hat unser Kind getötet, weil sie irgendwelche Visionen hatte oder dachte, sie muss irgendwas tun, so zwangsstörungsmäßig. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach unsere Art, damit umzugehen und zu realisieren, was unsere Frau getan hat oder so. Oder ist natürlich wirklich echt, unsere Frau hat wirklich irgendein Ritual gemacht oder irgendwas Komisches gemacht. Aber ich finde, dafür war alles zu sehr darauf bezogen, was bei uns im echten Leben abging. Also, was wahrscheinlich die reale Story war. Und ich glaube, dafür ist zu viel Bildsprache-Zeugs drin. Weil ich meine, warum sollte die ganzen Monster so seltsam aussehen und so einen Bezug zu unseren realen Taten haben, wenn es wirklich als echt war? Also ich glaube, nichts davon war echt, das ist einfach nur unsere Art, damit umzugehen in dem Sinne, was unsere Frau getan hat. Glaube ich. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was die Story aus Teil 1 und 2 war, weil es ja wirklich ein Jahr her oder eineinhalb Jahre, es ist wirklich lange her, dass ich das gespielt habe. I don't remember. Aber möglicherweise können ein paar von euch jetzt Chapter 1, 2 und 3 am Stück nochmal gucken. Ich werde die alle hier am Ende verlinken und dann könnt ihr nochmal selbst schauen, wie möglicherweise die Story sein könnte. Ich meine auch, ich habe Chapter 1 gespielt und war dann noch relativ neutral ihm gegenüber und dachte mir so, ey, ich weiß, das ist der Typ, der früher diese ganzen Jumpscare-Games gemacht hat. Mal gucken, wie sie jetzt sind. Ich glaube, ich wollte sogar einfach ein Jumpscare-Game haben. Da habe ich im Laufe des Videos gemerkt, hey, fuck, das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja gar nicht so schlecht, was der macht. Und jetzt bin ich halt ein großer Fan von seinem Zeug. Denn es ist, Alter, es ist so surreal. Ich meine, what the fuck is going on? Ich lieb's. Wie gesagt, das Beispiel mit, da könnte ein Clown kommen, der einen Stuhl als Kopf hat und es würde halt voll reinpassen. Man würde es nicht hinterfragen. Es wäre einfach, ja, alles, was du in irgendeiner Form vorstellen könntest, was noch so bescheuert wäre, könnte man hier gut drin verpacken und es wäre irgendwie spooky. Und das mag ich sehr, weil das ist mal ein bisschen ab, wenn wir es besonders beschreiben. Ja, ist halt einfach was anderes. Es ist halt einfach mal nicht die Art von Horror, die man kennt. Man läuft nicht durch ein Haus, eineinhalb Stunden, sucht Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Dann kommt ein Geistermädchen, war
Oh nein, das Geistermädchen ist hier früher gestorben und bläh, I don't know. Und oh, das war eigentlich doch unsere Frau, die wir getötet haben, weil, keine Ahnung, Alkohol oder sowas. Das hat man sehr oft. Da ist sowas hier mal was sehr, sehr, sehr Angenehmes so zwischendurch. Okay, das war Timore 6, Chapter 3. Ich glaube, es kommt kein letztes Chapter. Ich meine, das wird das Ende gewesen sein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Eine Review hierzu ist ein bisschen schwierig. Ich finde allgemein alles sehr gut, aber es ist halt wieder was relativ Kurzes gewesen. Aber alles so als Gesamtprojekt tendiert, glaube ich, so auf eine 8, aber es ist schwer zu sagen, weil ich bin mir bei Chapter 1 und 2 nicht mehr ganz sicher. Aber ich mag es auf jeden Fall sehr. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Okay, bis dahin. Bye!